Hi Martin. Hallo, jetzt habe ich. Ich wollte mich zuerst bei dich melden, aber ich habe schon auf den Knopf gedrückt, also Entschuldigung. Erzähl, was gibt's denn Schönes? Boah, ich bin im Moment so begeistert. Ich habe so viele Gedanken im Kopf und eigentlich habe ich die letzte Zeit immer das Gefühl, auch gar nicht das Bedürfnis anzurufen, aber. Du Martin, es ist eigentlich alles Mama der Kamera und dass er dich sieht, wenn du hier an hast. Oh, habe ich die noch nicht eingeschaltet? Moment, mal gucken. Wie kann. Ah ja, so. Es ist also, es ist ja eigentlich alles gesagt. Ja, Und du stimmt. musst dich langsam nähern. Du brauchst am Matten nichts verändern, du musst in die Beobachtung gehen. Das ist einmal das Wesentliche. Und das sind immer zwei Seiten. Ich will jetzt nicht wieder wiederholen und anfangen. Ich könnte dir so viel erzählen. Das sind die einfachen Beispiele, die ich habe. Ich sage, ich kann was einfach erklären, ich kann es noch einfacher erklären, aber im selben Moment entsteigt die Komplexität. Das ist, wenn du mal ein bisschen bloß reinliest in die Hologrammatik oder in die Holoarithmetik, selbst das, da spreche ich ja Sachen nur an. Da kann man sich jetzt reindenken, das ist aber nicht nötig. Das ist so wenig nötig, wie du wissen musst, wie man programmiert, wenn du ins Internet gehst und dir ein YouTube-Video anhörst. Die einfachen Regeln sind es und du merkst, ich kann mit dir auch kommunizieren, wenn ich nicht als Udo in deinem Gesichtsfeld auftauche oder wenn wir nicht skypen. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Das ist die, wo hier begeistert sind, wirklich, die den Udo seit 20 Jahren kennen, die wissen, wie das funktioniert, die erleben ihre kleine Wunder und da habe ich dich jetzt ein wenig reinschmecken lassen. Ja, das war unglaublich. Es nützt dir ja nichts, wenn ich sage, du hast, ich stelle mich hin und sage, hast du mal, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Pixelmännchen und ein Gedanke in deinem Kopf. Wenn du nicht an ihn denkst, ist er weg, der ist auch nicht wichtig. Was wichtig ist, sagst du mal, wer ist es, der sich das ausdenkt? Du bist wichtig. Und das ist jetzt komischerweise eine der Matten, weil das für den Körper vom Matten ja dasselbe gilt wie für den Körper vom Udo. Aber wir haben ja nochmal, das kleine Ich ist der Körper, das große Ich, das Programm, das du zu durchschauen hast. Und das ist da, was du immer mehr merken, das sind Möglichkeiten. Und du, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste. Ich führe dich auf eine geheimnisvolle Art und Weise. Ich sage, ich bin dein Wegweiser. Weißt du, wenn ich als Udo auftauche und ich sage immer wieder, der Udo ist nicht wichtig, sagst du mal, bist du wichtig, der Geist, der mir zuhört. Und ich bin wirklich der ich zu sein glaube. Der behaupte, ich fange schon zum Stottern an heute. Ich bin wirklich der ich zu sein behaupte, aber der jetzt, dem du zuhörst, das ist dein eigenes höheres Bewusstsein. Ja, das Das ist hört mir jetzt immer nicht, klar, immer mehr und du klar. weißt, wenn ich sage, es erfordert Präzision, es ist nicht der Lautsprecher, den du jetzt hörst, es ist nicht der Kopfhörer, den du jetzt hörst. Wenn du dir jetzt bewusst machst, was ist jetzt, das ist das, was ich fordere. Die totale Präsenz, welche Information jetzt in dir vorliegt. Und dann wirst du feststellen, da ist einmal eine Kopfhörerstimme oder Lautsprecherstimme, da ist ein Pixelmännchen. Da ist ein Matten, den du dir ausdenkst. Das sind alles Sachen, die du dir ausdenkst. Und ich führe dich immer mehr in den Bereich, dass du begreifst, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist immer, du bist der Einzige, der immer ist. Ja, Das ist das dann mal schockierend. Das ist schockierend, weil man Angst hat. Dann kommen Verlustängste hoch, dann kommt der Zweifel wieder hoch vom Ego. Aber da wollen wir noch genauer drauf eingehen. Wir haben alle Zeit der Welt. Was, ja, ich sage das ein, mir wird immer mehr bewusst, ich habe nicht mehr das Bedürfnis anzurufen. Ja, wie soll ich das sagen? Es ist mir schon klar, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt dich als Pixelmännchen sehe, eine größere Einheit meines Selbst jetzt herausprojiziere. Und ich kann jetzt der Illusion verfallen, dass da irgendwie irgendwann irgendwo draußen sitzt. Aber ich habe gerade was, lasse ich es so sagen, ich kann mich nicht dagegen wehren, dass ich jetzt einfach in dieses ausgedachte Gespräch einige Sachen ansprechen möchte. Ich habe das, ich gehe davon. Du kennst das, ich habe das Gedicht geschrieben, du hast es mir einfallen lassen, Sonne und Mond. Und gerade ich war am Spazieren mit meinem Sohn und da kam ja das Wort Bruchzahl wieder in den Sinn. Bruchrot im Geist, im roten Kopf. ZA ist die Geburt einer Schöpfung. Ja, und auch Trennst du das Z, Zell wenn du ist jetzt drin. Z, wenn du Z Aleph, sagst du mal, wir machen sagst du mal ZA. Also Bruch ist klar, Beruf ist im Geist. Das heißt auch polar aufgespannte Himmelsrichtungen, weil das Ruch ist ja auch der Wind. Das heißt, in manchen Wörterbüchern die vier Weltgegenden. Im deutschen Langenscheid steht die vier Weltgegenden. Jetzt ist hochinteressant, dass diese vier, denk an unseren Tetraeder. Und das sind ja vier Seiten, das ist diese 1-4-Struktur, auch die vier im Einheitskreis, die Ja, vier diese die Quadranten, Pfeile, die das sind so, die Gag-Enden. Und Gag ist ja das Dach, das Ausgedachte.
Und jetzt interessant, dass du die 3-3, dieses Gack 3-3, kannst du ja, wenn wir 3-3 schreiben, auch 33 lesen und dann hast du deine Welle. Hm. Und diese vier Weltgegenden waren jetzt erst einmal zu der Geburt der Schöpfung. Hm. Jetzt ist die Grundradix ZA, ist die Grundradix für Herausgehen im Hebräischen. Ja. Wenn du schaust, ZA, JZA, das sind alles, dieses ZA steht für Herausgehen, die Geburt der Schöpfung, ist logisch. Du merkst jetzt langsam, wie die Energien wirken. Und HL, das Heraus, die Geburt der Schöpfung ist wahrnehmbares Licht, wenn wir die Zahl blau schreiben. Ja. Und dieses wahrnehmbare Licht, und das ist im Geist. Ja, ja. Du merkst die Synthese von dem Wahrnehmer. Ich geschmunzelt habe mit einigen, wo du deine Gedichte reingestellt hast, die ja super sind. Die können von mir sein, bei aller Bescheidenheit, aber ich brauche ja manchmal mittlerweile sehr schreibfaul geworden. Was meinst du, wenn jetzt die Diana schreibt jetzt eine neue Schrift über die Kabbala, der haut euch im Vogel raus und die merkt es, die hört keine fremde Stimme. Sie überlegt, sie ist neugierig und es sind deine Gedanken. Ich bin ja du. Ja. Das ist, du wirst das immer mehr merken. Und was ich spaßig gefunden habe, dass du dann im auf den Impuls eingegangen bist, die Mutation nochmal zu lesen und du feststellst, dass da die Erklärung dann auf den Fuß folgt, wobei ich dir gleich so auch jetzt im Stand, wenn wir jetzt unseren Redo ausdenken und immer, wenn ich Namen nenne, ein Gedanke ist immer weniger wie der, der sich's ausdenkt. Das ist nur eine symbolische Erscheinung, dass wenn du das einmal jetzt nochmal die Holoarithmetik, wenn du die Sachen tiefer reingehst, jetzt in das komplexere Wissen, was da nochmal zwischen den Zahlen drin ist in der Mutation, wenn man die jetzt genau erklären würde, dass man mal sagt, man macht mal 3-4 Tage nur so eine einzige Schrift, dass ich jeden Satz erkläre. Ja. Weil das kommt wirklich durch das Wiederholen und es wird immer und immer klarer. Und ich halte es halt erst nochmal sehr einfach, dass du dich darauf einlässt, mir zu vertrauen. Das heißt letztendlich dir selber zu vertrauen. Was dir im Weg steht, ist das Ego. Du wirst Wunder, das sind jetzt Wunder, was du erleben dürftest. Ja, das ist mir auch meine Wunder klar. Sind sehr intim, die sind nicht zum Glotzen, die sind auch nur wirklich für den, den ich meine, dass man merkt, da passiert was mit mir. Da das kann man mit normalen Menschen nicht mehr kommunizieren, weil dann spinnst du. Da ist in letzter Zeit auch einiges passiert, was das Durchschauen meines Programms angeht. Ich will nicht sagen, dass das jetzt alles völlig verstanden ist, aber da tritt so eine Ruhe ein, aber wenn ich noch mal kurz zurück darf zu diesem Bruch. Der Bruch ist ja auch etwas, was gebrochen ist, ne? Und da habe ich da in der Mutation eine Bruchzahl immer, die sauberste, wie soll ich sagen, die Essenz der Bruchzahlen ist immer die 1 durch eine bestimmte andere Zahl. Und dann habe ich mich immer gedacht, wenn ich jetzt an Fraktale denke und ich baue eine Figur auf, wie mehr Bruchfläche, sage ich mal, wie mehr Brüche, wie kontrastreicher, wie höher die Auflösung. Und da habe ich gedacht, wie größer, wie heißt das in Deutsch? Der Nenner heißt das auch im Deutschen, ne? Unter der Zahl. Wie größer diese Zahl, wie mehr Bruchstücke, wie mehr Details, wie feiner aufgelöst das Bild und wie größer die Maya, wie weniger mir auffällt, dass eigentlich dasjenige, was ich vor mir habe und was ich jetzt falschlicherweise als eine Selbstständigkeit ansehe, dass das eigentlich das Resultat ist eines Bruches einer ursprünglichen geistigen Einheit. Es ist die Eins, die allumfassende Eins ist All. Und jetzt pass auf, eine einfache Metapher für dich. Die Fläche, wenn wir in die Welt der Flächen gehen, und da muss man durch, die Fläche ist schon eine Falle. Und ich kann jetzt da nicht so ins Detail, ich werde in den nächsten Vortrag im Blindfeld, werde ich da ganz gezielt nochmal fein drauf eingehen. Was jetzt für dich eine Vorstellung ist, ich nenne in der Mutation, wo dieses Verhältnis vom Eineck zum Unendlicheck. Ja. Da fällt dieses Wort, du denkst dir ganz einfach, sagst du mal, was ich damit meine, die kleinste Fläche, die du mit Zeiten darstellen kannst, ist das Dreieck. Mhm. Und wenn du ein Viereck machst und dann machst du ein Fünfeck, ein Sechseck, dann wird es immer runder. Mhm. Zack, 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 zack. Das heißt also, dass wir immer wieder praktisch das nochmal brechen und nochmal brechen und dann ein 16-Eck, ein 32-Eck, ein 64-Eck und wir können das dazu machen, wenn wir das jetzt immer kreisförmig aufbauen, wird er das immer, umso mehr Ecken wir haben, wird es immer runder und ich nenne den reinen arithmetischen Kreis, nenne ich ein Unendlich-Eck, weil ja immer der Knick beim Dreieck, Viereck, der Knick ist ja praktisch ein Punkt, symbolisch. Jeder Punkt, den ich mir denke, ist eigentlich immer so ein kleiner Knicker-Ecke. Mhm. Und darum nenne ich den Kreis ein Unendlich-Eck. Und das Verhältnis vom Quadrat zum Kreis, wenn man nur diese Radius, die eine Ecke oben nehmen, nenne ich das ein Eineck.
Oben die Plus-Plus-Ecke und wenn wir einen Kreis ziehen, ist das das Verhältnis vom Einig zum Unendlicheck. Das wird in der Mutation, wird das beschrieben und das ist jetzt, wenn man das ein bisschen anschaut und ich habe Leute schon gehabt, die schauen da rein, sobald die eine Formel sehen, dann stürzen die ab und ich sage, Leute, macht jetzt erst einmal klar, in der Mutation, die Formeln sind letztendlich Formeln, die du bei uns in Europa, in Holland genauso wie in Deutschland, wo wir uns jetzt ausdenken, das hast du, glaube ich, in der vierten oder fünften Klasse. Das ist nur die Berechnung vom Kreis, Kreisoberfläche, Kreisumfang. Andere Formeln stehen nicht drin. Das hat ein Kind in der vierten, fünften Klasse in der normalen Schule. Ja. Und Leute, die das sehen, stürzen schon ab, erwachsene Leute, weil die damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und da ist jetzt, da kommt jetzt diese 273,15 Punkt, je nachdem, wie wir das auflösen, hin. Diese geheimnisvolle Zahl, was jetzt mit dem Mond und mit der Erde, da geht es dann los, dass du irgendwann einmal feststellen wirst, dass die materialistischen Erklärungen alles so fadebüchend ist. Lass dich überraschen. Ich habe ja in den Fiegenstahl-Vorträgen schon ziemlich erklärt, wie geistlos Materialismus ist. Da legen wir nochmal eine ganze Schippe zu, ohne irgendjemanden lächerlich zu machen, weil dumm ist ja nicht die Figur in deinem Traum, die fehlerhaft jetzt dir Lügen erzählt, sondern der Geist, der drauf reinfällt, obwohl das eigentlich, wenn er selber denken würde, offensichtlich ist, dass es so gar nicht sein kann. Es ist sehr, der materialistische Logik ist sehr, sehr, sehr verführerisch. Und was sollte dir denn unlogisch oder logisch erscheinen wie deine eigene Logik? Die Schwierigkeit, mein Beispiel, wo ich immer sage, lass einmal ein Basic-Logik-Betriebssystem, das wir jetzt einmal als Geist ansehen, als kleinen Geist, wie will er mit seiner Basic-Logik in irgendeiner Form Windows oder iOS 2 vor Apple bewerten? Das geht nicht, das ist die höhere Struktur, ist immer falsch. Das hast du übrigens, Matten, auch im normalen Leben, wenn ein 13-, 14-Jähriger was im Kopf hat, was er braucht, dass er glücklich ist, was wichtig ist. Und er hört einen Erwachsenen zu und der Erwachsene sagt so ein Kinderpapp, das wird der Kleine nicht akzeptieren. Von einem 13-, 14-Jährigen, der eine gewisse Logik hat, der hat ein Gefühl für richtig und er hat ein Gefühl, was nötig ist, um glücklich zu sein. Ich muss bis in der Früh um 3 in die Disco oder ich will dieses und jenes. Ja. Und die Eltern sagen, das brauchst du nicht. Diese ist eine höherwertige Logik des Erwachsenen. Wird der Kleine nicht einsehen, der stellt sich quer. Das ist dasselbe Prinzip. Es erfordert es Demut und ein Akt von Erziehung. Und was mir zurzeit sehr am Herzen liegt, und da wiederhole ich jetzt nicht für dich nochmal, du hörst die Vorträge an, das ist das, wenn, immer wieder, wo ich sage, wenn wir verschiedene Glaubensraster an den Tisch setzen, ob das politisch unterschiedliche Meinungen sind oder religiös, das rein mit dem Tassen und mit dem Schwammbeispiel, wenn einer aufmerksam zuhört, der wirklich ein neugieriger Geist ist und nicht nur eine tote KI in deinem Traum, müsste eigentlich jedem glauben, der eine einseitige Meinung vertritt, dass er seine Meinung sich gar nicht raussuchen konnte. Wenn ich jetzt ein kleines Negerbaby, sage ich einmal, nehme, wenn ich den Säugling, ob ich den jetzt bei einer katholischen Firma in Bayern groß, Familie in Bayern groß werden lässt oder in Bassien oder in Indien, es sucht sich doch keiner seine Religion raus. Woher kommt dieser unheimliche Fanatismus, den die Figuren in deinem Traum in Bezug auf Glauben dir vorführen? Und was jetzt Regeln sind für dich, dass du dich da ja nicht einmischst und sagst einmal alle freisprichst, weil die Figuren in deinem Traum, das heißt alle, auch der Matten, der Udo, deine Frau, deine Kinder, es sind vergängliche Erscheinungen. Das ist ganz wichtig, dass du das begreifst. Und ich betone immer wieder, das von Holofeeling aus gesehen, ist überhaupt kein Einmischen in deine momentane Rolle. Da kriegst du keine Regeln, die spielst du und du machst deine Erfahrungen. Und du sollst ja beobachten, wie das Mattenprogramm sich jetzt entscheidet, wo du die Schwerpunkte setzt. Und so wie du sie setzt, ist es zuerst einmal wichtig, weil sonst wäre es nicht. Das heißt, du musst dir ganz klar machen, jetzt als Geist, der die Rolle des Matten spielt, dass egal was passiert, egal was in dir auftaucht, es ist für dich Geist das Beste, was es überhaupt gibt, weil ich dir in dieser, durch dieses Phänomen, das ich in dir auftauchen lasse, durch diese Situation, mit der du in der Figur des Mattens konfrontiert wirst, ganz gezielte Sachen in deinem Glauben, in deinem Programm ersichtlich machen will, die du so nicht siehst, praktisch die blinden Flecke. Warum muss jetzt das wieder passieren? Ich sage, deshalb, weil du noch so reagierst, wenn du so reagierst. Ja. Und dann zurück zur Arithmetik, dann
du sagst, alles, was auftaucht, ist eigentlich dazu da, dich wieder zu einer zurückzuführen. Da ist es, da geht es darum, der Bruchzahl wieder ganz zu machen. Pass auf. Die Fehlteile zu. Ich zitiere mich einmal selber, weil das die besten Zitate sind. Du musst dich, du Geistesfunken, musst dich an etwas wiedererinnern, was man nicht denken kann. Das ist das Verrückte. Wie kann ich mich an etwas wiedererinnern, was in keinster Weise denkbar ist? Das ist das große Geheimnis. Und dann hast du verstanden, was Geist ist. Du weißt, wenn ich sage, wir können Geist aussprechen, aber ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Nein. Und der sich den Geist ausdenkt, ist auch was Ausgedachtes. Und jetzt kann man immer wieder einen drüber setzen. Das sind so schöne Fragen, wenn du mal mit normalen Menschen spielen willst oder mit deinen Söhnen, dann kannst du ganz einfach mal so, wenn die so die Reife haben, an was denkst du eigentlich, wenn du an nichts denkst? Oder kann man an nichts denken? Mhm. Und pass auf, der Materialismus ist sehr überfordert. Die Antwort ist ganz einfach. Wenn ich an nichts denke, denke ich an nichts. Ich denke an das Wort nichts. Aber das ist nicht nichts. Man kann das nur erahnen im Kontrast mit einer Erscheinung. Das kann man sogar verstehen. Das kann man sogar verstehen. Das ist, was ich denke, ist eine Gedankenwelle. Und wenn ich an nichts denke, denke ich an das Wort nichts. Ob ich das jetzt optisch bloß als Wort anschaue oder jetzt mir das Geräusch nichts aus dem Lautlosen heraushebe, das immer ist, aus der Stille hebe ich das Geräusch nichts raus. Okay? Ist doch klar, ist doch offensichtlich, wenn ich an nichts denke, denke ich an das Geräusch nichts. Das denke ich jetzt gerade. Natürlich anders drumherum, das Geschwätz. Und jetzt ist interessant, dass ich einfach nur verstehen muss, dass dieses Geräusch nichts ja etwas ist, was ich wahrnehmen kann. Und das steht symbolisch eben für den Zustand des absolut nicht Wahrnehmbaren, weil keine Unterschiede da sind. Nichts ist ein Geräusch, das im Kontrast zu der Stille steht. Nichts denken geht übrigens überhaupt nicht. Ich meine jetzt, ich kann das Geräusch nichts denken, aber das, was das Geräusch nichts darstellt, was das ausdrückt, ist ein Zustand, der nicht Gott dargestellt werden kann. Du wirst übrigens irgendwann nochmal feststellen, dass du nicht zum Denken aufhören kannst. Es ist vollkommen unmöglich, dass du zum Denken aufhörst. Die Sätze, wenn jetzt einer sagt, ja, heute Nacht habe ich 3 Stunden geschlafen, ohne zu träumen. Du denkst jetzt an eine Vergangenheit, es gibt keine Vergangenheit. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst, und während du das denkst, denkst du an was. Während du denkst, ich habe 3 Stunden geschlafen, ohne zu träumen, ohne zu denken, das denkst du jetzt. Und den Zustand, den du dann mit diesen Worten ausdrückst, der angeblich in der Vergangenheit war überhaupt nichts. Es ist am Anfang ungewohnt, aber irgendwann kippt es dermaßen um und dann wird dir das vollkommen klar, was das bedeutet. Es ist die Umwandlung, es ist ein neues Weltbild, und das Schöne ist, dass das nicht verbunden ist, dass du was verändern müsstest. Das ist ungefähr so, wie wenn du deine Söhne jetzt in irgendeiner Form fragt dich einer, wie ist das, wenn man in die Pubertät kommt. Er kann das weder beschleunigen, dass er da schneller hinkommt. Ist natürlich jetzt schon wieder der Gedanke an eine Zukunft, das auch nur jetzt sein kann. Denk an unsere Seiten im Buch, die sind schon da. Die Frage, wann taucht es in mir auf? Ja, ganz einfach, jetzt. Das Gefühl von Zeit ist unheimlich subjektiv, sehr, sehr dehnbar. Und das ist jetzt der Zustand, wo ich zu dir sage, dieses Freiwerden, das Großwerden des Geistes, das ist schon. Aber musst halt noch, du hast noch etliche Seiten vor dir. Was aber mit dem neuen Wissen interessant wird, das wirklich eignet dir bei Zeiten an, dass du der Leser eines Buches bist und dass die Figuren in einem Traum sowieso nicht überbleiben. Deine Kinder werden sich verändern, die werden älter werden. Und ich sage immer wieder, wenn du viele jetzt in deinem Alter die Kinder haben, so immer, jetzt warten wir noch so lange, bis du das erste Mal mit deinem Sohn in die Disco richtig an drauf machst und dann kannst du mit Anstand alt werden. Ich freue mich schon. Wenn der so weit aus dem Gröbsten draußen ist. Und dann kannst du mit Anstand alt werden. Ja. Den Rest musst du dich überraschen lassen. Das ist dein Interesse sind sehr, sehr verantwortlich für das, was du erlebst. Und dann ist es dann, jetzt mache ich im Widerspruch, letzten Endes suchst du dir es nicht raus. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Weil es sind immer Matten, die Beispiele, wo ich immer wieder anspreche, das Konstruktprogramm eines Videospiels, wo unendlich viele Möglichkeiten drauf sind. Das ist das eine, die sind jetzt schon in dir drin. Unendlich viele Möglichkeiten. Mir fällt jetzt spontan in Bezug zu dir hier, wenn wir an unsere Dani denken, wo sie sagt, ja, ich erlebe ja nichts und ich wohne noch bei meiner Mutter, ich bin zu Hause und ich erlebe ja nichts. Wenn das dein Problem ist, sag ich, schmeiß ein paar Klamotten in eine Plastiktüte rein, zieh einen Minirock an, stell dich an die Straße und halt den Daumen raus. Du wirst dich wundern, wie schnell du was zum Erleben anfängst.
Das wird dann die Logik wieder nicht. Es wäre aber doch die Möglichkeit prinzipiell da. Sicher. Aber man will wieder vorplanen. Ja. Und das ist dein Traum, dein Leben wird Haken schlagen ohne Ende. Und gerade die Haken, wo du meinst, das sind die Schicksalsschläge schlechthin, das ist das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Mhm. Weil jetzt wirst du immer mehr dir bewusst werden, dass du zuerst einmal in dir eine gewisse Logik hast, mit der du deine Bilder und Vorstellungen aufbaust, übrigens auch all deine Gefühle, die du empfindest. Mhm. Die Gefühle sind nicht die Erscheinungen, die in dir auftauchen, sondern die Reaktion, deine Reaktionen drauf. Dass du zum Beispiel merkst, wenn du jetzt Erdogan, mhm, Rechthaber oder Leute, die beleidigt sind, wenn du in Diskussionen beobachtest, dir muss eins klar sein, dass das die geistlosesten Menschen sind, weil wenn ich dir jetzt irgendeine Beleidigung an den Kopf schmeiß, ist es nur ein Geräusch, das du hörst. Wenn du dich extrem schlecht fühlst, bäumt sich dein Ego auf, dieses Gefühl erzeugt die Interpretation deines Egos und nicht das Wort selber. Mhm. Du weißt, wenn du zum Udo sagst, der ist ja ein Arschloch, dann lächelt er dich an, dreht sich um und sagt, stimmt, bin ich auch. Ja. Es ist auch in der Rechthaberei dasselbe, eine, die extrem einseitig rechthaberisch sind. Das ist ein klares Zeichen von Ego und mit diesen Leuten halte ich von denen fern. Es ist vollkommen sinnlos, mit denen zu diskutieren. Mhm. Ich gehe noch einen Schritt weiter in meiner göttlichen Arroganz, dass ich sage, ich diskutiere nicht mit Menschen, weil Diskussion ist, jede Diskussion, alle reden, wir müssen es ausdiskutieren, ist ein Kampf um einen Standpunkt, wo beim Ausdiskutieren angestrebt wird, von widersprüchlichen Meinungen eine dieser Einseitigkeit zu intronisieren. Und ich sage, ich erkläre dir, was die Tasse ist. Mhm. Ich diskutiere nicht, ich führe jetzt einen Monolog kleiner. Mhm. Weil meine Bücher beginnen mit Ich bin du. Und die zwei Seiten, der Matten und der Udo, von uns, die sind nicht interessant. Mhm. Es ist wichtig, dass diese Perspektiven, die Seiten irgendwann begreifen, dass sie zusammengefasst in unseren unendlich viele Perspektiven sind. Mhm. Und jetzt kannst du immer wieder sagen, wenn jetzt die Tasse ein gestaltgewordenes Bewusstsein wäre und die Seiten drumherum, die vier Seiten drumherum, jetzt sind wir bei unseren Tetraeder, die 1-4-Struktur, die 1 öffnet die 4 und es sind Spiegel. Dann ist es hochinteressant, dass du immer wieder sagst, wenn du nach außen schaust, schaust du in eine Spiegelfacette, die dich aus dieser Perspektive zeigt. Ja. Aber sehen du der in der Mitte und da außen ist nichts. Wir stellen nur eine Reflexion, das ist ja immer wieder zum Beispiel, wenn du das Wort Debar, das Wort, ist ja Wortspruch best, aber wenn wir das jetzt in Artikel davor setzen, ist ja das im Hebräischen nur das H. Mhm. Hat Debar, Dabar, wie wir es aussprechen wollen, dieses HDBR, heißt ja dann das Wort oder die Best, das Sprechen, was halt das DBR alles bedeutet. Magst du zwei Zweierradixen, beginnt es mit HD, es ist die wahrgenommene Öffnung, das heißt Echo-Widerhall, ein Echo von außen und BR ist das Äußere, das Echo von außen. Ja. Dort ist natürlich auch hier lauter, da muss man jetzt, wenn man ein Gefühl kriegt mit der Komplexität des Denkens, das geht aber sehr schnell, irgendwann hat man das drauf. Und das sind jetzt Sachen, die waren jetzt dann sehr, sehr spaßig, wenn du zuerst einmal die einfachen Sätze von mir verstanden hast. Dieses Du bist immer, egal an was du denkst, das bist nicht du, das ist ein Teil, eine Perspektive, eine Facette von dir. So wie jede Wellenform, jede Kleinigkeit, jede Gischt, jeder Tropfen, der aus dem Meer auftaucht, selektiv durch Unterschiede sichtbar wird, egal auf welcher Ebene von und Grundwelle, Oberwellen, feinste Oberwellen, sind letztendlich gestaltgewordene Facetten dieses einen Meeres. Mhm. Und ein reduziertes Meer, ein kleines Meer, ist eine See. El Hayom ist Gott das Meer und meine Geistesfunk sind kleine Seelen. Ich denke, das Level interessant, die See wiederum, viele glauben jetzt, das, was du zu sein glaubst, wird nicht überleben. Das heißt, solange du den Trockennasen aufmachst, ob du jetzt den Körper nimmst, da wissen wir vom Kreis, vom Säugling bis zum Kreis die Verwandlung. Aber auch der Mensch ist ein Buch in dem Bücherregal. Ich führe dich jetzt auf die Ebene des Bücherregals. Und dann wirst du feststellen, jetzt im Letzten, wenn du auf den Holofeeling-Ordner das ein bisschen verfolgst, wo ich das mit dem Einstein war. Mhm. In Ich bin, du sag ich, hier, Einstein hat etliche elementare Sachen übersehen und die will er jetzt richtig stellen aus dem Jenseits. Das Leben vom Einstein ist ein Buch in unserem Bücherregal. Das heißt, so wie du jetzt reduziert der Matten zu sein, glaubst du, Geist, bist du auch der Einstein gewesen und der Paracelsus. Mhm. Weil
auf noch einer höheren Ebene bist du das Bücherregal. Also mal ganz ehrlich, wo meinst du, wo der Udo das alles her weiß? Weil ich als Udo weiß, dass ich der Leser bin von dem, ich habe das ganze Bücherregal schon durch. Und du hast es auch durch, weil du ich bist, aber zurzeit hast du ganz gezielt in der Rolle von Matten was zu lernen. Mhm. Diesen Charakter. Und jetzt, wenn du meinst, ja, was ist der Matten, der ist ja nichts, denk an meinen Kabelstecker. Zumindest bist du mehr wie alles und jeder, den du dir ausdenkst. Ja. Ja, ich habe mehr wie Gott, wenn du dir an Gott ist auch ausdenkst. Wieder ausgedacht, ja. Ja, ab und zu habe ich so ein bisschen diese Ungeduld, weil... Das ist das Erste, ich kann dir gleich, es geht bei dir erst los, aber ich mache jetzt einmal meinen Jan immer gern, weil der ja mit 20 eingestiegen ist, jetzt so vor 20 Jahren ungefähr. Mhm. Und der hat dann eine Phase gehabt, ganz am Anfang, er wollte ja am liebsten 10, 15 Bücher gleichzeitig lesen, weil es nicht schnell genug gegangen ist. Und das bringt dich auch nicht weiter. Das legt sich alles. Das kennt jeder. Jeder hat das seine, jeder Charakter hat seine eigenen Facetten. Aber den Frieden insoweit, wo ich dir geben kann, wenn du mir vertraust, ist zuerst einmal, es läuft niemals irgendwas verkehrt. Das Komische ist, ich weiß auch, ich habe eigentlich gar nicht mehr das Bedürfnis, Leute da draußen zu überzeugen, aber ich habe, auch als ich noch Lehrer war, sind mir immer so bestimmte Metaphern so eingefallen und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eine immer größere Sammlung an Puzzlestücke habe und ich, im Moment, dass ich das jetzt ausspreche, bin ich auch drauf gefasst, ich weiß nicht, ob es jetzt Ego ist, vielleicht ist es Ego, was jetzt spricht, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, diese Lehrernatur, die mir doch eigen ist, wenn du soweit bist, du wirst noch viel zu lernen haben in kleinen Schritten und dann, ich sage immer ganz einfach, wenn du dann wirklich zu verstehen anfängst, diese Wirklichkeit, die wirkliche Wirklichkeit zu verstehen anfängst, die weit von den Hirngespinsten, von religiösen, esoterischen oder naturwissenschaftlichen Vorstellungen entfernt ist, dass ich immer sage, die ganzen Glaubenssysteme, die du bisher gekannt hast, ob das verschiedene Philosophien sind, denk an, ich bin nur im ersten Band, wo ich sage, diese Philosophen, die wir uns jetzt ausdenken, wo wir natürlich auch zuerst lernen mussten in der Schule, all die Philosophen, die haben wunderschöne, jeder einzelne, wunderschöne Gedankenmoden geknüpft, heißt sie nicht, Bindu. Mhm. Das Problem ist, dass jeder Philosoph zu seiner Zeit auch einen großen Philosophen dieser Zeit hatte, der im Widerspruch gestanden ist. Du wirst keinen Philosophen finden, wo er gesagt hat, den seine Philosophie ist allumfassend. Er hatte immer Gegner dieser Philosophie, die er vertreten hat. Das heißt von vornherein, dass hier, sobald ich Gegner von anderen Philosophien bin, ist meine Philosophie einseitig, wie ich immer sage. Jeder Glaube, jede Lehre, die im Widerspruch zu einer anderen Lehre steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Es ist noch Perspektive. Mhm. Sich zwei widersprechende Themen, Glaubens, egal wie man das nennen, Dinge, können untrennbar zusammen. Jede Vorstellung von richtig setzt eine Kehrseite. Und wenn ich die geistige Freiheit nehme, so beweglich bin, auf die Kehrseite zu gehen, was du nur kannst, wenn du dich freimachst von deiner momentanen Seite. Du kommst sonst nicht auf die Kehrseite. Du musst dich komplett reinigen von deinem Wissen, von deinem Wertesystem, dass du wieder mit einer Tabula rasa, mit einem unbeschriebenen Geist das neu angehst. Und dann wirst du merken, dass die Systeme immer logisch sind. Und da kommt gerade der Materialismus mit dem Bewiesen. Das ist in dem Kastin-Selbstgespräch, wenn du dich erinnerst, wo ich ganz, das ist so wichtig. Das, was hundertprozentig sicher ist, ist, dass wenn du an was nicht denkst, dass es für dich nicht ist. Das ist hundertprozentig sicher. Und der Glaube, dass du jetzt was denkst, wenn du was denkst, ist es ja. Dass das auch dann unabhängig von dir da außen existiert, wenn du nicht dran denkst. Das ist Materialismus und auch Religion. Dass ja Mose schon vor uns war und Jesus, den hat es ja schon gegeben, bevor ich da war, das ist deine eigene Entgöttlichung. Mhm. Es ist, Jesus ist jetzt dein Gedanke, das ist jetzt ein Fakt. Und wenn du ihn nicht denkst, ist er nicht mehr. Diesbezüglich bist du mit Sicherheit dauerhafter wie der Jesus. Aber du wirst irgendwann nochmal begreifen, dass du auch der Jesus bist, dass das auch nur eine Facette von dir ist. Mhm. Zumindest wirst du das zu verstehen anfangen, wenn du jetzt mir vertraust, um verstehst, dass du ich bist. Das ist das Spiel. Ich weiß, das ist im ersten Moment schockierend. Und was jetzt das Schöne ist, den Trick, den ich anwende, in den Genuss dieser Erfahrung, dieser Erkenntnis kommen eigentlich Leute, die in der Welt relative Nichts sind. Und alles, was von dir ausgedacht wichtige, große Personen sind, das sind eigentlich nur Exempel in deinem Traum, die es eigentlich in Wirklichkeit nie wirklich geschafft haben, weil Gedanken schaffen es nicht. Mhm.
Das ist, da musst du vollkommen neues Denken dir aneignen. Mhm. Das machen wir aus dem Hintergrund. Das ist das Verrückte. Du hast die Macht, du hast als einziger der Macht, komplett die Welt zu verändern. Es wirst aber nichts verändern, wenn du jetzt als Matten die Figur innerhalb dieser virtuellen Welt, dieser Matrix meinst, der müsste was tun. Nein, die Welt zu verändern erfordert, dass du das Programm veränderst, das die Welt aufschmeißt. Mhm. Das heißt, du musst begreifen, dass du diese Figur, die du jetzt in dem Videospiel bist, dass du aus dem Spiel herausgehst, ich sag's erst mal in den Zuschauerraum vor dem Monitor, das ist ja auch noch ausgedacht, die Schichten, und erst auf dieser Ebene, wenn du nochmal eins drüber gehst, kannst durch Glauben das Programm verändern. Mhm. Mann, und dich, für dich vorab, ich habe im Castinggespräch, wenn wir jetzt einen Zettel nehmen, das muss man, das werden wir noch etliche Male wiederholen, das Beispiel, und verfeinern. Wenn ich jetzt irgendeinen Zettel nehme, ein Schriftstück, und da steht jetzt irgendwas drauf, ob das jetzt ein Zeitungsausschnitt oder ein Märchen ist, spielt keine Rolle. Wenn wir diesen Zettel in das Gesichtsfeld, empirische Wahrnehmung irgendeines Menschen halten oder vor 100 verschiedenen Menschen halten, sehen alle diese Menschen, die dieser Zettel im Gesichtsfeld auftaucht, ist ja auch nur Information, sehen denselben, dasselbe Schriftstück. Ich betone dasselbe. Okay? Mhm. Und sobald die Worte anschauen, jetzt haben wir unser Fiegenstall, schließ mal deine Augen, mhm, und sonst Blitzgrün. Wann komplett alle im Detail unterschiedliche Vorstellungen machen. Mhm. Aufgrund der Interpretation. Das ist wie, das ist nur jetzt verfeinert, und da wird es dann sehr, sehr interessant, dass ich jetzt immer wieder wie im Fiegenstall, dass jetzt das da mal alles, was passiert, wir generieren aus Worten ganz subjektiv Vorstellungen in unseren Kopf. Pass auf, ich mache einfach mal ein paar Worte, die würden jetzt auf den Zettel draufstehen. Ich kann jetzt vom Eiffelturm schreiben, ich kann vom Turm zu Babel schreiben, ich kann von den Pyramiden schreiben, ich kann von dem Kreuzfahrschiff AIDA schreiben, mhm, und von der Arche Noah. Und das ist jetzt erst einmal ganz grob, die Worte sind Schiffe oder irgendwelche Gebäude. Und jetzt musst du in dich reinschauen, dass da im Hintergrund, das ist, oberflächlich merkst du das nicht, gibt es da außen eine Arche Noah? Mhm. Gibt es ein Kreuzfahrtschiff AIDA? Gibt es, jetzt kam nochmal der Stufung, ja, ich könnte zum Beispiel Einstein, den hat es gegeben, der ist jetzt nicht mehr da außen, aber was eine Märchenfigur ist, ich kann nicht sagen, wir denken wieder an unser Schneewittchen, oder wir denken an die reale, machen wir ganz einfach mal hier die quietschige Daniela. Okay? Jetzt pass auf, wichtig ist, jetzt das waren Worte, du hast die Geräusche gehört, wir hätten die Worte hinschreiben können, dass du die anschaust. Die reale Daniela ist jetzt genauso ein feinstofflicher Gedanke wie ihr Schneewittchen. Mhm. Es ist schon wieder eine Interpretation einer Logik, dass hier bei dem Gedanken an die Daniela ein gewisses Gefühl von Realität dabei ist. Ich könnte jetzt nochmal so Angela Merkel, mhm, aber die ist genauso unreal wie Schneewittchen. Es ist ein Gedanke. Mhm. Es ist einzig und allein ein Gedanke in deinem Kopf. Jetzt ist natürlich interessant, wenn wir jetzt hier Konferenzschaltung hätten, wird plötzlich im Hintergrund, wenn die Daniela im Hintergrund, aber mich gibt es doch auch, wenn ihr nicht an mich denkt. Und dann sage ich zu dir, mach dir keinen Gedanke, da ist jetzt ein Computer, ein clever Bot, der, nein, ist so programmiert, der kann nicht anders, der muss so reagieren. Ich habe zu viel Zeit mit dem clever Bot verbracht, glaube ich. Und jetzt pass auf, das ist immer, jetzt gehe ich ganz zurück vor 15 Jahren oder was, Almena, das spreche ich immer wieder an. Ich stelle mich hin bei Leuten und da ist ja das ganze Holo-Feeling, da sind ja nur Esoteriker oder was gewesen. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, der mich interessiert. Wenn du jetzt glaubst, du bist in Almena auf einem Vortrag vom Udo und um dich herum sitzen nochmal auf andere Leute und die hören den Udo auch, dann wird es für dich so sein, ja, du wirst, weil du das glaubst. Wenn du jetzt einen fragst, der um dich rumsitzt, als Mensch innerhalb deines Traums, hörst du jetzt auch den Udo, wird er selbstverständlich sagen, ja klar höre ich den, was ist das für eine blöde Frage? Aber der kann nicht anders. Das ist eine Figur in einem Traum, der ist so programmiert. Das sind Protagonisten, die komplett festgelegt sind. Mhm. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Du musst erst einmal den Mut haben zu begreifen, dass du der Einzige bist, der in dem Spiel überbleibt. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt, da musst du jetzt erst einmal glauben, dass du dich aufhörst, mit einem Gedanken von dir zu verwechseln, weil du dir jetzt den Udo genauso ausdenkst wie den Matten und ich könnte jetzt sagen, der jetzt vorm Computer sitzt, der du zu sein glaubst. Mhm. Du warst jetzt die ganze Zeit ein Mäuschen und hast dir das Gespräch angehört. Du denkst dir zwanghaft an Matten aus und an Udo aus.
Vorausgesetzt, du bist jetzt diese Figur. Du kannst natürlich auch glauben, du bist der Matten und dann war jetzt die ganze Zeit keiner dort, der uns zwei ausdenkt. Ich rede zwar laufend von einem, der uns ausdenkt, aber hättest du dabei gedacht, dass das der Redo ist? Mhm. Oder der Heigo? Du weißt, was ich meine. Du musst jetzt, weißt du, dein Geist muss beweglich werden. Mhm. Das ist ein vollkommen neuer Ansatz. Und das Verrückte ist, dass du immer mehr verstehst, dass die Wirklichkeit so ist. Weil wenn du genau zuhörst, setze ich das nicht voraus, dass du glaubst, sondern du wirst merken, es ist zwingend so, dass sich alles um dich dreht. Ja. Was für mich so wichtig war, ist, dass wenn ich kreative Einfälle habe, ob das jetzt die Gedichte oder Musik oder was anderes ist, oder im Allgemeinen, wenn es mir gelingt, dasjenige, was ich einseitig verurteile, wieder mit anderen Blickrichtungen zu verknüpfen, dann verschwindet das Leid und dann gibt es nur dieses intuitive Gefühl von Ganzheit. Und das ist Madden, das Mitleiden ist so unendlich sinnlos, die Sympathie. Ich habe heute, mir waren die Donisse noch da und wir waren gerade kurz bei meiner Mutter. Ich nehme mal meine Mutter mal als Beispiel. Und das ist jetzt gar nicht so eine Figur in einem Traum, weil es sehr lehrreich ist. Und heute gehen wir rein, ich klopfe und sie hat ja so ihr Pflegeheim, ihr eigenes Zimmer, das ist wie in einem Wohnheim. Und dann sage ich, was ist denn, weil sie immer auf dem Klo, die hat Riesenprobleme. Dann hängt sie halb auf der Kloschüssel und sie will immer keinem zur Last fallen und dann rein und stell dich nicht an und dann bin ich zu ihr ins Klo gegangen, dann musst du den Hintern sauber machen. Und also Mutter, jetzt stell dich nicht so an, du hast mir auch lang genug in den Hintern ausgewischt, wie ich klein war. Mhm. Und das ist immer, da lässt es sich dann doch reinfallen und danach hat es dann so gelacht, weil ich sag, nicht die Situation, in der du dich befindest, ist schlecht, sondern noch wieder das Ego, das interpretiert, ich will und ich will nicht und ich will das anders haben. Du nimmst einfach das nicht hin, diese Verwandlung. Die Verwandlung ist immer, wo ich jetzt ein bisschen verfeinere, ich habe das abgesagt, normale Menschen ist eine Kolonie von Seitenrauben und sobald einer zum Spinnen anfängt, du bist jetzt in der Seitenraubenfamilie, bist du in einem gewissen Maß der, der offensichtlich zum Spinnen anfängt und drumherum deine Frau, die sagen, hör auf damit, wo führt das hin? Richtig. Kann man das auch so sehen? Ja, stimmt schon. Das ist alles mit Holofilm, also da musst du sehr dosiert machen. Ja. Weißt du, aber das können auch Wunder passieren. Ich kann immer wieder beim Mann Michael mit seiner Freundin, mit der Dagi, mit der Dagmar, Dagi ist ja AG, Blaumagolf, die Namen, die kennt ja den Bruder, ich sage jetzt mal grob, seit über 10, 15 Jahren und die hat sich da nicht groß eingemischt, aber das ist ja relativ gleichgültig gewesen. Mhm. Und jetzt, was da jetzt die letzten 2-3 Monate, die ist so hin und weg. Ich habe immer gesagt, Dagi, wenn ich dir mal gesehen habe, wenn es dabei gehabt, habe ich gesagt, Dagi, wenn der Michael das lebt, was ich ihm sage, wirst du eigentlich feststellen, dass er dich immer mehr liebt. Dass er nicht dich verändern versucht, sondern dass er dich so liebt, wie du bist. Mhm. Wenn er das wirklich leben kann. Und es ist jetzt so umgekippt, da waren einige so Kleinigkeiten, wo ich nicht drauf eingehen will, dass die mittlerweile, die hört Selbstgespräche, die hört es im Auto. Nach 10, fast 15 Jahren war die jetzt extrem neugierig und ist ein totaler Fan. Das ist wie ein Wunder gewesen für ihn. Wie aus dem Nichts, wenn es so sein soll. Mhm. Und ich sage immer, da hast du auch viel in der Hand. Weil wir heute von dir gesprochen haben, hier habe ich eben gesagt, hier mit Toni, aber da fange ich jetzt nicht davon an, da hat der Toni einen Fehler gemacht mit seinem Sohn, ganz am Anfang, wie es los, weil er wollte ihm was Gutes tun. Und es geht nicht einmal ums Missionieren, es kommt halt das Thema immer hoch, obwohl er weiß, dass sein Sohn damals extrem negativ darauf reagiert hat. Er wollte es nicht wahrhaben, dass er nichts davon wissen will, und das muss man akzeptieren. Punkt. Ich nenne das Benzin ins Feuer schütten. Und das ist eben der Ärger, dass nicht mein berühmter Kratzer im Auto oder was, irgendein Geräusch, irgendeine Kleinigkeit, wo man so einen Hals kriegt, wo man entsetzt ist, alle Gefühle, alle empirisch von dir empfundenen Gefühle, auch von Freude, von Trauer, von Glück, von Traurigkeit, all das sind, es entsteht aufgrund von Interpretationen, von Nichtigkeiten, die so schnell sie auftauchen, wieder verschwinden würden, wenn du nicht mit deinem Mechanismus reagieren würdest. Mhm. Und der Mechanismus, der kann das ja nicht anders. Das ist ja Programm. Mhm. Darum musst du zuerst der werden, der mit einem Doppelschritt nochmal drüber steht und so einen vollkommen Wert von einem Beobachter wird. Erst dann wird dir das bewusst, wie du wirklich tickst. Mhm. Und was du dir hinter die Ohren schreiben solltest, wie man so schön sagt, die Ohrenbohrungen, du kannst die anderen was vormachen, du kannst dich selbst, das sind die schlimmsten Lügen. Ich bin ja so frei, ich bin ja so, ich hab's ja verstanden, aber du kannst mich nicht belügen. Und geh immer wieder, wenn du meinst,
bin ich wunschlos glücklich oder wenn jetzt solche, habe ich was verstanden, geh ganz, ganz tief in dir rein und wenn du mich verstanden hast, dann hast du in dir selber, der Geist ist jetzt komisch ausgedrückt, hast du ein Dauerlächeln auf dem Gesicht, egal was passiert, weil du immer das heilige Ganze, die ganze Welt siehst und nicht nur eine Seite davon. Es ist eine vollkommen neue Qualität, da ist, wo ich dich hinführe und glaub mir, du wirst dich nicht dagegen wehren können, weil wenn ich mich in jemanden festgezeckt habe, ich sage immer wieder, du bist ein Auserwählter. Und ich rede jetzt nicht von dem Matten, sondern von dem, der sich das Gespräch anhört. Von dem Geist, der sich das Gespräch anhört. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Du kannst jetzt das Selbstgespräch, die Ohrenbadungen wieder in die Ecke schmeißen, aber ich werde dich immer wieder einholen. Du verzögerst eigentlich bloß deinen Prozess der Freiwerdung. Und da ja das jetzt in Bezug auf diese menschliche Ebene, wie ich das nenne, überhaupt keine Veränderung fordert. Deswegen, ich bin, du heißt es schon, du musst nur ins Eintreten und ins Austreten, du musst keine missionieren. Mhm. Was ich will, ist, dass du der wirst, der das Ding, das du bisher zu sein geglaubt hast, beobachtet. Tierchen gucken. Mhm. Wir wollen nichts verändern. Ja, was ich dann, das ist dann, wie soll ich das sagen, mein, dass ich so glücklich bin, zum Beispiel, als die Gedichte mir eingefallen sind. Ich habe eine lange Phase gehabt, dann habe ich stundenlang studiert und das hat dann hier in der Familie auch für Stress gesorgt. Und meine Frau hat ja gemeint, zieh sich immer zurück, aber was ich sagen möchte, dass einfach, wenn mir ein paar Zeilen eingefallen sind mit diesen Gedichten, das hat den ganzen Tag angedauert und ich konnte einfach Gedanken verloren mit meinen Kindern spielen, mit meiner Frau und das ist, sage ich mal, die Ungeduld, dass ich, da sehne ich mich nach, dass ich in dem Sinne als Werkzeug agieren kann und dass mir das dann auch hilft, aus dieser Ego-Perspektive raus. Ja, ich will jetzt nicht so vorgreifen, weil ich habe noch Großes mit dir vor. Ja. Das eigentliche, deine eigentliche Aufgabe kriegst du erst in deinem nächsten Leben. Das ist ja jetzt wirklich, das ist, du bist in einer Matrix, da reift jetzt was Neues heran, so wie beim Menschen, dass ich immer wieder sage, irgendwann war ja auch einmal, was weiß ich, ein Einstein oder ein Jesus war ja mal irgendwie in einer Matrix, der muss jetzt erst geboren werden. Weißt du, das ist immer wieder die wirklichen, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, hier in den Leben, das, die Ohrenbarungen sind das, was ich dir erzähle, wenn du jetzt eine chronologische Welt dir ausdenkst, das ist, in 300 Jahren ist es für jeden Einzelnen in der Welt, in dieser Traumwelt dann in einer höheren Form, in einer weiterentwickelten Form von Matrix, so selbstverständlich, wie du jetzt das heliozentrische Weltbild drin hast. Mhm. Das ist so Allgemeinwissen und das ist, die eigentlichen Früchte kriegst du nie in dem Leben. Du wirst merken, dass wirklich große Geister, drücke mich jetzt Geister blau geschrieben aus, ja, dass die wirklich in ihrem eigenen Leben nie richtig erfolgreich waren. Das ist das Wissen, wo man dann bewundert, da sind sie längst tot, dann kommt man erst dahinter, dass die gar nicht so dumm waren. Aber das Schöne ist, dass die nie vergangen sind, weil das ja auch nur Rollen waren. Also man muss ganz weg von dem raumzeitlichen Denken. Ja, und da kann ich immer nur darauf hinweisen, wenn man das mit materialistischer Logik hört, ist es unlogisch, wenn du dich ein bisschen drauf einlässt. Und das Schöne ist, dass ja deine materialistische Logik dadurch nicht unlogisch wird, sondern nur minderwertig. Mhm. Das heißt, Basic ist ja nicht unlogisch. Ich erkenne plötzlich die Grenzen von Basic oder von DOS, wie schwach die Darstellungs- und Ausdrucks- und Verknüpfungsmöglichkeiten dieser Betriebssysteme ist im Vergleich zu Windows oder Linux oder sonst was, höherwertigen Betriebssystemen. Das wird mir jetzt bewusst, aber auch die Logik von Basic und wo die Grenzen sind. Und das materielle Weltbild oder jede Religion ist erst einmal Materialismus. Es ist ein raumzeitliches Denken, allen voran die Hindus mit der Reinkarnation. Mhm. Wo ich sage, das ist die Dummheit, die wollen sich in die Stille meditieren. Das Ziel ist es, weg sein. Das Nirvana kann man übrigens vielfältig übersetzen. Was ich sage, wo ich dich hinführe, ist, dass du noch viele Bücher hast, viele Leben hast, aber jetzt wichtig ist, dass das Filme sind, die du dir anschaust, wo du nur eine Rolle spielst, wo dir nichts passieren kann. Und ich habe jetzt in die letzten Selbstgespräche, jetzt für dich aktuell, dass ich sage, du denkst jetzt, du Geist spielst in deinem momentan die Rolle eines Schauspielers, zum Beispiel vom Tom Hanks. Und als Tom Hanks wiederum in der Rolle spielt er in seinem Leben als Schauspieler Rollen. Mhm. Und jetzt meinst du, Tom Hanks hat zum Beispiel in Philadelphia, der AIDS-Kranke, da hat er den ersten Oscar bekommen, mit dieser Rolle des todkranken Menschen. Das heißt, die Rolle, die du dann spielst, wenn ich nicht vergesse, dass ich ja eigentlich die Rolle nur spiele, dass ich der Schauspieler bin, sind gerade solche Rollen, die interessantesten Rollen, die es überhaupt gibt. Mhm. Und das musst dich um eins immer geistig eins drüber stellen, was du feststellen, dass wir nichts anders machen. Das hier, was der Hinduismus lehrt. Und jede Religion ist eine Spezialisierung. Denk an meine Organe.
Ein Sehvolk, ein Ohrenvolk. Du möchtest keins missen. Die sind aber auf dieser Ebene sind die komplett unterschiedlich. Die sind nicht die können miteinander nicht kommunizieren. Wenn jetzt mir aktuell zum Beispiel, wenn du immer wieder hörst, der Islam gehört nicht zum Christentum, der Islam gehört nicht zu Europa, zu Deutschland. Es ist wie wenn einer sagt, das Drei gehört nicht zum Kreis. Mhm. Jetzt können wir das reduzieren, dass zum Beispiel die Katholiken sagen hier, die Zeugen Jehovas gehören nicht zu den Katholiken, die Protestanten gehören nicht zu den Katholiken, das sind doch alles Christen. Und Islam und Christentum sind Facetten aus dem Volk Abraham. Übrigens auch die Juden. Das ist jetzt nicht, dass dort die Synthese des Judentums wäre, was die für sich in Anspruch nehmen. Da, wenn du mal die Hierarchie der Erzväter anschaust, das ist, Abraham ist ja kein Jude. Der kommt aus dem Land Ur. Der ist ja erst, die Juden sind ja erst und die Hebräer erst entstanden, viel später. Das sind alles nachfolgende Generationen. Da haben wir wieder so einen Stammbaum. Mhm. Der mündet in diese Eins ganz oben. Aber das werde ich dir alles noch erklären. Wir haben so unendlich viel Zeit. Gut. Meinst du, dass ich in den einen Leben, das du zurzeit hast, dir schon alles erklären kann? Ich hoffe es nicht. Ich bin auch davon überzeugt, dass das nicht so ist. Das wird sehr interessant. Mir, denn jetzt, dass du ein bisschen das Ganze in Ordnung bringst und du merkst, dass ja immer mehr jetzt wie dein Geist aufgegangen ist, seit du jetzt anfängst, Holo-Feeling zu machen. Auch die vielen Sichtweisen, wo du Philosophie dich beschäftigt hast, ja, immer hin und her gerissen warst, musst du dir eingestehen, dass eigentlich alles, was ein Philosoph sagt, immer ein bisschen richtig ist. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt. Wenn man die Gedanken, ich sage immer, wenn du Gedankengänge mitgehst, wirst du feststellen, egal welche Philosophie du, es ist immer eine Logik dahinter, selbst bei den bösen Menschen. Wenn du dich komplett frei gemacht hast und mit wertfreien Augen diesen Gedankengang mitgehst, wenn du schon beim Durchdenken eines Gedankenganges immer noch dein altes Wertesystem von der anderen Seite mitnimmst, siehst du vieles nicht. Mhm. Das ist ein Baby, das sich was beibringt, ist immer das erste Wissen. Wenn das ein unbeschriebener Geist ist, ist das erste Wissen, jetzt erst einmal nimmt er auf, das wird zur eigenen Logik. Und da kann ich jede Logik reinhämmern. Ja. Aber jetzt alles, was neu nachkommt, wird mit der ersten Logik verglichen. Und jetzt kommen, wenn du in der Einseitigkeit lebst, kommen die Probleme. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Man zieht sich immer hier und jetzt. Immer hier und jetzt. Tschüss.